einen wunderschönen guten Morgen aus dem Schaumburger Land. Ich mache heute eine Drei-Burgen-Tour und ich beginne bei einem absoluten Highlight der Burg Schaumburg. Und ihr seht schon, ich bin schon am Eingangstor, das ich jetzt gerade durchschreite. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil hier drumherum übernachten wohl auch Leute. Aber hier gibt es schon Highlight. Das war das Amtsgefängnis. Das ist sowas um 1770 eröffnet worden und es hatte sogar zwei beheizbare Zellen. Und das dort ist der Georgsturm. Er ist 30 Meter hoch. Eine unglaublich schöne Aussicht über das Schaumburger Land. Das Burgtor, das wir gerade durchschritten haben. Die Burg Schaumburg wurde erstmalig 1119 urkundlich erwähnt. Und bis 1646 war sie auch bewohnt. Schaumburg liegt im Weserbergland und ich wandere heute eine Drei-Burgen-Tour. Diese Tour ist 14 Kilometer lang und schaut mal her, zu diesen drei Burgen gehört auch die Paschenburg und die liegt dort oben. Ja, da müssen wir auch noch hoch. Und das dort ist der Kühner Henkel. Er wurde um 1400 erbaut und dort befand sich das alte Amtsgefängnis. Ach guck, der muss noch ein paar Jährchen.
Das Gefängnis hat auch noch eine zweite Etage. Also, nee. Nee, da bleib ich lieber ehrlich. Mit kühner Henke sind aber nicht die beiden Zellen gemeint, sondern hier der Glockenturm, der sich oberhalb befindet. Und da schauen wir jetzt auch mal rein. Aber leider keine Glocke. Vor der Schaumburg steht eine gewaltige Linde. Sie soll über 600 Jahre alt sein. Und unter dem Dach der Linde wurden Prozesse geführt und Urteile gesprochen. Und es gibt auch eine Sage. Ein junges Mädchen wurde wegen Hexerei zum Tode auf den Scheiterhaufen verurteilt. Und als sie hier vorbeikam, steckte sie einen Lindenzweig in den Boden und rief: So wahr wie dieses dürre Reislein grünen und wachsen wird, so wahr bin ich unschuldig. So, und jetzt fange ich endlich meine Tour an. Rund um die Schaumburg gibt es mehrere Wanderwege. Ich wandere heute die Drei-Burgen-Route. Das ist mit 14 Kilometer auch der längste Rundweg. Und dieser ist dann auch hier mit so einer gelben 5 gekennzeichnet. Auf geht's! Die ersten Meter sind schon mal richtig klasse. Was mich jetzt aber so ein bisschen wundert, ich habe euch ja die Paschenburg gezeigt. Das ist ja mein nächstgrößeres Ziel. Und sie liegt deutlich höher als die Schaumburg. Und die ganze Zeit wandere ich jetzt hier doch deutlich bergab. Und ihr seht, da oben ist die Schaumburg. Ui, ich befürchte, das gibt heute ordentlich Höhenmeter. Die Wege sind zum Teil hier sehr schlammig. Naja, es hat ja auch in den letzten Tagen viel geregnet. Aber dadurch ist es auch rutschig. Und das sollte man wissen, bevor man die Tour antritt. Thank you.
schon die ganze Zeit wandere ich hier so am Waldesrand entlang mit dieser wunderschönen Fernsicht. Und das ist auch so ein Grund, ich mag das unheimlich gerne. Und das ist auch so ein Grund, warum ich so gerne im Mittelgebirge wandern gehe. Ich hab's befürchtet. Ich bin im wunderschönen Weserbergland und ich bewandere heute den Weserberg. Und es ist doch klar, wenn man zur Paschenburg möchte, die auf dem höchsten Punkt vom Weserberg ist, nämlich auf einer Höhe von 336 Meter, und man geht die ganze Zeit nur bergab, so schön am Waldesrand entlang, dann muss es irgendwann mal ein Jahr bergauf gehen. Und ich befürchte, das hier war erst der Anfang. Der Aufstieg hinauf zum Kammweg des Weserberges, das war schon eine kleine Herausforderung. Das war schon richtig knackig. Und naturbelassene Wege zwar, wie ich es mag, aber dadurch, dass sie doch recht steil waren und auch noch recht matschig und rutschig waren, fand ich das gerade schon als kleine Herausforderung. Ich habe auch die Kamera weggepackt, aber jetzt bin ich wieder voll dabei. Der Kammweg selber hier oben ist wirklich schön zu wandern. Und ich habe mir jetzt eine Frühstückspause verdient. Das kleine Päuschen habe ich jetzt wirklich dringend gebraucht. Und jetzt bin ich wieder frisch gestärkt und jetzt kann es weitergehen. Es wird mittlerweile auch diesiger. Das war schon heute Morgen von der Sicht her nicht ganz so optimal. Na, auch die Sonne, könnt ihr es vielleicht sehen. Ja, die ist so ein bisschen milchig. Und das liegt am Sahara-Staub in der Atmosphäre. Was ich ganz vergessen habe, ich wollte noch ein Dankeschön loswerden. Und zwar an den Verantwortlichen von Burg Schaumburg. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich ein solches Gelände rund um die Uhr so angucken kann. Dankeschön. Und das ist die Paschenburg. Wie ihr seht, ist das keine richtige Burg, sondern ein mächtiges Forsthaus,
das 1842 erbaut wurde. Und neben der Parschenburg befindet sich ein kleiner Aufsichtsturm. Und dieser kleine Aufsichtsturm, der war schon vor der Parschenburg hier. Er wurde 1827 erbaut. Eine tolle Aussicht von hier oben. Obwohl man den Saharasand in der Atmosphäre richtig sehen kann. Vielleicht ist euch das beim Vorbeischwenken aufgefallen. Dort unten ist die Schaumburg mit dem Georgsturm. Dort haben wir heute unsere Tour gestartet. Auf der Rückseite von diesem kleinen Aufsichtsturm scheint es auch ein kleines Amtsgefängnis zu geben. Schaut mal her. Hier haben sie Schneewittchen und die sieben Zwerge weggeknastet. Richtig so. Denn schließlich haben sie versucht, der Königin einen Giftmord anzuhängen. Eine kleine Spalte am Wegesrand. Das Fuchsloch. Ich bin bei den Springsteinen. Schaut euch das mal an. Ich kann euch sagen, wie die Springsteine zu ihrem Namen gekommen sind. Holz war damals ein sehr begehrter Rohstoff. Und man hat hier im Mittelalter alles abgeholzt. Also hier gab es keinen Wald. Und dort unten im Dorf sah es dann so aus, als ob diese Felsen hier aus dem Berg herausspringen. Ich befinde mich auf dem Barweg oder auch Leichenweg. Ja, ja. Nein, weil das war früher der Weg, wo man vom Auetal her die frisch Verstorbenen nach Deckbergen transportiert hat, um sie dort zu beerdigen. Ich
bin an der Osterburg. Die Osterburg ist um 1100 entstanden und sie bestand aus zwei benachbarten Burgen auf zwei Hügeln, die voneinander unabhängig waren. So sieht das Ganze heute aus. Man kann nicht viel erkennen. Ich habe gerade einen jungen Mann gefragt, ob es sich lohnt, dort oben hochzuklettern. Und der sagte mir, ja, aber am besten käme man hoch, wenn man da über diesen Baumstand klettern würde. Aber liebe Freunde, ich bin ein alter Mann. Na, der Blick muss für heute reichen. Jetzt habe ich mich von der Seite herangepirscht. Und das könnte der eine Hügel sein. Und dort hinten der zweite. Man erkennt Vertiefungen und Gräben. Und dort hinten, das könnte mal ein Wall gewesen sein. Lass uns mal über die Drei-Burgen-Route reden. Was mir gut gefällt, das ist die Aussicht, die du hier hast. Also wirklich alle Nase lang gibt es hier was zum Staunen. Und was ich auch gut finde, das sind die Wege und die Wegführung. Man hat hier sehr viel naturbelassene Wege und das ist so richtig was für mich. Was man wissen muss, diese Drei-Burgen-Tour geht über knapp 14 Kilometer und sie hat etliche Höhenmeter. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Burg Schaumburg, ich habe gerade ein Schild gesehen, also ein Kilometer stand drauf. Ich bin froh, wenn ich sie erreiche, weil so langsam habe ich keine Tinte mehr aus dem Füller. Mir gehen so langsam die Körner aus. Also hier machst du wirklich ordentlich Höhenmeter. Und wenn man, wie ich, naturbelassene Wege mag, dann darf man natürlich nicht darüber meckern, wenn wir feuchtes Wetter haben, dass diese Wege dann nass und rutschig sind. Also, die Drei-Burgen-Tour würde ich empfehlen. Allerdings ist sie nichts für Leute, die ihren Wanderstiefel zum allerersten Mal schnüren. Es ist geschafft, die Schaumburg. Der Georgsturm wurde übrigens zwischen 1908 und 1912 restauriert. Und der Mann, der die Restaurierung veranlasst hat, der hat die Fertigstellung nicht mehr erleben dürfen. Aber nach ihm wurde dann der Turm benannt. Georgsturm halt. So, liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch eine angenehme Woche. Tschüss!